Ja, irgendwann mal hat mein Bruder zu mir gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja, zum einen mal der Aufstieg vor 2 Jahren. Ja, hausverkauftes Haus, ganze Familie da mit den Kindern eingelaufen. Und dann noch ein entscheidendes Tor gemacht, dann aufgestiegen. Das war schon so der emotionalste Moment. Bin eigentlich kein Romantiker, ne, aber meine Hochzeit war schon sehr krass, sehr cool. Hätte ich nicht gedacht am Anfang, aber dann, wenn alle Leute, die dich kennen, mögen, lieben, wenn dann alle zusammen sind und ja, dann meine kleine Tochter gekommen und die Blumen geschmissen, Blumenmädchen. Das sind schon sehr geile Momente gewesen, ja. Also ich bin wunschlos glücklich, sagen wir es so, super zufrieden mit dem Leben und das Einzige ist die Gesundheit, ne? Dass meine Familie und meinem Umfeld, dass da alle gesund bleiben und ja, wie man so sagt, der Rest kommt von allein eigentlich. Essen gehen. Ich liebe Essen gehen und ich liebe das Essen und wir gucken, dass wir so oft wie möglich, wenn wir frei haben und Zeit haben, dass wir Sachen ausprobieren und ja, Essen ist so eine große Leidenschaft. Ich glaube, wie jeder sein Telefon, ne? Aber ich bin ja schon ein bisschen älter und von daher hat es mich nicht so infiziert. Aber ja, das Telefon ist schon immer dabei, aber ich kann auch gut darauf verzichten. Ich nutze es eher zum Telefonieren wie für andere Sachen. Ich bin durch den Fußball viel gereist und habe viel gesehen, bin aber eher im Urlaub der entspannte Typ. Ja. Muss nicht weit sein, soll warm sein, Wasser muss da sein und dann will ich auch nichts unternehmen. Also ich will dann wirklich nur chillen und schön essen und trinken und Zeit mit Familie verbringen. Ich muss da nicht irgendwie ganz weit wegfliegen. Ich weiß nicht, wie es später mal aussieht. Da will ich vielleicht dann doch mal ein paar schöne Sachen sehen. Aber momentan ist einfach, wenn wir Urlaub haben, dann möchte ich auch abschalten und dann möchte ich Zeit auch genießen. Ja, momentan sieht es so aus, dass es noch mal ein bisschen weitergeht. Aber ich möchte definitiv im Fußballgeschäft bleiben, weil das auch ja, mein ganzes Leben mich begleitet hat und man hat da viele Freunde und viele Bekanntschaften gemacht und ja, Fußball ist einfach ein Sport, dem eigentlich fast jeder gefällt und ich möchte schon im Fußball drin bleiben. Was ich sagen kann, ist, ich werde auf gar keinen Fall Trainer, weil dieses Leben als Spieler dann nochmal als Trainer fortzuführen, ich möchte auch ein bisschen Zeit für die Familie haben und für mich selbst natürlich auch. Ja, ich würde sagen, ist in Erfüllung gegangen. Ja, ich habe 2 süße Töchter bekommen, eine tolle Frau und darf den Traum Fußballprofi leben. Und das ist eigentlich alles das, was ich mir so, wo ich klein war, ausgemalt habe. Und das ist alles so eingetreten und deswegen bin ich super stolz und froh, wie mein Leben verläuft.